Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Danganronpa. Wir sind hier mit unserem Hauptdarsteller wieder zurück in seinem Zimmer. Schauen wir mal, was hier noch geschieht. Ich glaube, wir wollen uns ins Bettchen legen. Werde ich wirklich in diesem Zimmer schlafen? Oh ja, bevor ich ins Bett gehe, muss ich mir diese Dusche nochmal anschauen. Eigentlich sollten doch nur die Mädchenzimmer ein Schloss haben, richtig? Okay, dann schauen wir uns das an. Alles klar. Dann werde ich die Tür mal öffnen. Nee, klappt nicht. Ich schätze, das ist wirklich... Bubu. Bubu, das ist nicht versperrt. Du überreagierst. Es ist, als hättest du einen Geist gesehen. In so einer Situation solltest du da nicht sagen, es ist, als hättest du... jemandes Bärgeist gesehen? Naja, das lässt sich nicht übersetzen, das ist schon wieder so ein Wortspiel. Was willst du? Makoto Naegi. Es ist ganz abscheulich. Und das ist wieder ein Wortspiel. Eine Katastrophe. Ganz schrecklich. Tatsächlich ist es so, dass die Tür zu deiner Dusche falsch ausgerichtet wurde. Also geht die Tür nicht auf, nicht weil sie versperrt ist, sondern weil sie nicht richtig ausgerichtet wurde? Hast du dir denn nicht die Informationen durchgelesen? Weißt du überhaupt, wie man liest? Jungs haben keine Schlösser an ihren Duschen. Außerdem, wenn du ein Schloss hättest, würde dir das auch nichts bringen. Obwohl, vielleicht bringt es dir doch etwas, aber ich bin nicht wirklich... ich kenne mich nicht wirklich mit solchen Sachen aus. Jedenfalls, es gibt ein Geheimnis, um diese falsch ausgerichtete Tür von dir zu öffnen. Ich bin hierher gekommen, um dir das zu sagen. Bist du bereit? Du musst an dem Türknauf ziehen, während du ihn drehst. Und dann versuchst du, die Tür zu öffnen. Willst du es mal versuchen? Okay, an dem Türknauf ziehen, während ich drehe. Ich tat, wie er gemeint hatte, und war in der Lage, die Tür zu öffnen und zu schließen. Ganz ohne Probleme. Es hat sich öffnen lassen. Aber ist das nicht lustig? Du hast die einzige Tür, die falsch ausgerichtet wurde. Aber sollst du nicht eigentlich der super-duper Highschool-Luckster sein? Na, das nenne ich mal Ironie. Alles klar. Jetzt werde ich ganz abrupt wieder einen Abflug machen. Der große Bär hier hat ein paar Dinge zu erledigen. Oh Mann, der ist so überdreht. Hey, halt mal. Oh, verdammt. Darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Es ist jetzt 10 Uhr abends. Nun ist die Nachtzeit. Die Cafeteria ist nun nicht mehr zu erreichen. Die Tür wird verschlossen werden. Und damit wünsche ich euch allen eine gute Nacht. Süße Träume! Jetzt ist also Nachtzeit. Wir haben alle versprochen, dass wir unsere Zimmer nicht verlassen werden. Also ist das Einzige, was mir heute noch bleibt, mich hinzulegen und ein wenig Schlaf zu bekommen. Ich murmelte zu mir selbst und fiel auf das Bett und schloss meine Augen. Ich war nicht direkt schläfrig, sondern einfach nur total ausgelaugt. Ich war so erschöpft, als hätte ich nonstop den ganzen Tag Filme geschaut. Und als würde ich versuchen, mein Bewusstsein an der Nase herumzuführen, damit es glaubt, ich wäre nur in eine Welt der Fiktion hereingerissen worden. Das ist ja auch völlig natürlich. Keiner kann einfach akzeptieren, dass sie in eine Situation wie diese geworfen werden. Und so fiel der Vorhang für den ersten Tag an der Kibugamine Academy. Wenn ich hier einschlafe, dann werde ich nicht aufwachen und herausfinden, dass es alles nur ein Traum war, nicht wahr? Als ein Plot-Twist wäre das ziemlich schlecht. Aber wäre das nicht toll? Das wäre das absolut beste mögliche Ende. Na, so viel Glück werden wir leider nicht haben, fürchte ich, dass das alles nur ein Traum war. Mr. Monokuma hat die Vorbereitungen beendet und sieht ziemlich zufrieden aus.
Wenn ich an die Tage denke, die noch kommen, die Tage, mit denen wir von hier an beginnen, bin ich voller Stolz und Freude, dass so eine wunderschöne Zeremonie für uns veranstaltet wurde, die neuen Schüler. Dafür bin ich äußerst dankbar, dass wir gemeinsam hier stehen, voller Ehrgefühl, als Schüler der Kibugamine Academy. Dass wir neue individuelle Ideale erreichen wollen. Dafür schwören wir, dass wir unsere Leben voll leben werden. Jeden Tag. Diese Monokuma Theater sind immer sehr abstrakt, muss ich sagen. Er labert da immer ein bisschen verrücktes Zeug, Monokuma. Omaera! Ohayou gozaimasu! Asa desu! Guten Morgen, Leute. Jetzt ist es 7 Uhr morgens. Steht auf. Lasst uns das Beste aus dem heutigen Tag machen. Hört sich an, als wäre es morgen. Aber so ohne Fenster kann ich nicht sicher sein. Was soll ich heute tun? Nun gut, ich kann ja erstmal Maisono suchen und schauen, ob sie irgendwelche Ideen hat. Sie hat gesagt, sie würde mein Sidekick sein. Alles klar, dann gehe ich zu Maisonos Zimmer. Nachdem ich mich selber so motiviert hatte, ging ich aus dem Zimmer hinaus. Wo ist denn Maisono? Hier, ne? Kann ja noch kurz mit ihm hier reden. Wie war dein Name noch gleich? Oh Gott, mein Kurzzeitgedächtnis. Ich wollte mir das hier noch ausdrucken und hier neben den Bildschirm kleben, damit ich immer die Übersicht habe. Guten Morgen, Naegi. Morgen. Ah, morgens. Begrüßungen am Morgen sind wirklich ganz wundervoll. Das ist so erfrischend. Ich freue mich schon darauf, einen weiteren Tag mit dir zusammenzuarbeiten. Ja. Ich schätze, Ishimaru ist einfach immer so. Okay, eine Sekunde bitte. Sorry, ich muss ganz kurz ans Telefon gehen. So, dann denke ich, klopfen wir doch mal bei Maisono. Ich drücke wohl einfach hier auf den Intercom-Knopf. Neben der Tür, oder? Ding dong. Ja, guten Morgen, Maisono. Ah, Naegi, perfektes Timing. Perfektes Timing? Naegi, ich habe da eine Bitte. Eine Bitte? Ich habe überlegt, ob ich mal rausgehe, also ich nehme an, aus ihrem Zimmer. Und ich habe mich gefragt, ob du mich vielleicht begleiten könntest. Ist für mich in Ordnung. Wo gehen wir denn hin? Tja, ich habe gedacht, es gibt vielleicht so eine Art Waffe hier, mit der ich mich verteidigen könnte. Dich verteidigen? Wer auch immer uns hier drin gefangen genommen hat, wir wissen nicht, ob sie kommen werden und uns... um uns zu entführen oder um uns zu töten. Wer auch immer uns hier drin gefangen hält. Wer auch immer diese Regel zum gegenseitigen Mord aufgestellt hat. Wer immer dieses irrationale Szenario erbaut hat, er könnte tatsächlich jederzeit hier auftauchen. Deswegen, egal was geschieht, möchte ich in der Lage sein, mich selbst zu beschützen. Mich selbst zu verteidigen ist wahrscheinlich besser. Und so möchte sie also eine Waffe finden, die sie zur Selbstverteidigung nutzen kann. In diesem Fall denke ich, dass ich etwas gesehen habe in der Vitrine außerhalb der Sporthalle. Außerhalb der Sporthalle, richtig? Lass uns gehen. Schon wieder? Natürlich, ich bin ein Esper. Nein, Scherz, ich hatte nur so ein Gefühl. Mann, sind meine Gedankengänge wirklich so simpel? Jedenfalls, ich sollte zusammen mit Maisono in das Foyer außerhalb der Sporthalle gehen. Ah, okay, ja. Das kann ich euch auch gleich noch zeigen, wobei das ist hier noch nicht so sinnvoll. Okay, ich weiß das alles schon. Wieso steht sie denn hier so rum? Egal, sie begleitet uns. So, wir können ja ganz normal zu den verschiedenen Orten laufen, wenn wir wollen. Aber ich zeige es euch gleich an diesem Beispiel. Ich hoffe, ich krieg's dann hin. Manchmal stelle ich mich ein bisschen doof an. Nee, hier ist es nicht. Hier, genau. Dann gehen wir hier auf Map. Und dann können wir nämlich sagen, wir wollen direkt hier hin zum Beispiel teletransportiert werden. Ja, doch, teleportiert. Ich habe uns nur falsch gemischt. Teletransportiert.
Hier hängen nämlich irgendwo die anderen rum. Wir sehen die nur jetzt hier nicht. Vielleicht sind die irgendwo in irgendwelchen Zimmern drin. Auf jeden Fall ist hier aber das Foyer der Sporthalle. Dadurch kann man ein bisschen Zeit sparen, aber meistens bin ich so verwirrt und ich weiß immer nicht, wo was ist. Deswegen glaube ich, dass wir sowieso meistens laufen werden. So, hier ist das die Vitrine, genau. Dann schauen wir doch mal. Ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, was wir nehmen. Da ist eine Unmenge an Zeugs auf dem oberen Regal. Okay. Was ist das hier? Ah, ein Wappen. Sieht aus wie der Preis für das Gewinnen irgendeines Wettbewerbs. Hier sind noch so Statuen, ne? Oh mein Gott, das ist eine Haniwa. Gehören die nicht in Gräber? Ah, mal wieder cha-ching. Jetzt haben wir schon zwei. Wir müssen noch ganz viel untersuchen, damit wir mehr Münzen kriegen. Und was ist das hier? Da ist ein Helm. Wieso sollte das hier ausgestellt werden? Hahaha, noch eins. Cool. Ist diese goldene vielleicht noch eine extra Statue? Da ist ein goldener Buddha. Wieso sollte das hier ausgestellt werden? Ja, wieso denn nicht? Spricht doch nichts dagegen, ne? Außerdem ist da vielleicht eine Münze versteckt. So, gucken wir uns das hier doch mal an. Ist das ein Schwert? Sieht eigentlich aus wie ein Trainingsschwert. Hm, auf jeden Fall hat da jemand einen ganz eigenartigen bzw. einzigartigen Geschmack. Das ganze Ding wurde vergoldet, von hinten bis vorne. Und darüber hinaus... Ah, ich habe es nur berührt und meine Hand ist schon voller Blattgold. Oh, du hast recht. Deine Hand ist ganz schmutzig. Es ist vielleicht gut, um sich selbst zu verteidigen, aber trotzdem. Okay, ich dachte, es wäre besser als nichts. Warum nimmst du es nicht mit zurück, Naegi? Vielleicht ist es ganz schön, um dein Zimmer zu dekorieren. Zimmer zu dekorieren? Aber du musst vorsichtig sein, wenn du es zurückbringst. Vielleicht in eine Zeitung einwickeln oder sowas. Hm, sie hat schon entschieden, dass ich es mitnehmen werde. Ah, es scheint hier nichts anderes zu geben, was man zur Selbstverteidigung nutzen kann. Aber hey, keine Sorge. Es ist ja nicht so, als wenn du bald so etwas brauchen müsstest. Außerdem, wenn es soweit kommen sollte, dann werde ich dich beschützen. Du wirst mich beschützen, Naegi? Danke. Dank dir so sehr. Wenn ich dich an meiner Seite habe, Naegi, dann brauche ich keine Waffe. Maisono lachte, während sie das sagte. Ihr wunderschönes Lächeln zu sehen. Ein Lächeln, das mein Herz ganz leicht machte? Als ich dieses Lächeln sah, da dachte ich, ich kann wirklich alles schaffen. Dann werden wir die Waffensuche aufgeben. Und da wir schon hier sind, wie wäre es, wenn wir ein bisschen reden? Ja, mal gucken, ob wir ein bisschen mehr über Maisono erfahren. Eto. Ich habe gedacht, wir könnten über etwas reden, aber ich bin mir nicht sicher, worüber. Oh, tut mir leid, es war doch meine Idee gewesen. Ist schon in Ordnung. Stille ist doch auch gut, wenn wir nichts haben, worüber wir reden können, nicht wahr? Hä? Einfach hier zu sein, gemeinsam, und nicht versuchen, eine Konversation zu erzwingen. Ist das nicht nett? Einfach hier zu sein? Aber ich schätze, das ist langweilig, nicht wahr, Maisono? Nichts zu tun, einfach hier zu sein? Nein, das ist nicht langweilig. Ich bin nur... Ich bin nicht daran gewöhnt, einfach irgendwo zu sein. Ah, ich verstehe. Wie so ein ganz normaler Highschool-Schüler wie ich, bist du jeden Tag sehr beschäftigt, Maisono. Oh, sorry, dass das so abrupt ist. Hast du einen Traum, Naegi? Wenn ich einen hätte, würdest du mir dann deinen erzählen? Ich möchte auch wissen, welcher dein Traum ist, Maisono. Mein Traum... Seit ich ein kleines Mädchen war, habe ich mich immer nach der Bühne gesehnt. Zu Hause waren es nur Dad und ich. Daddy arbeitete spät abends und ich blieb alleine zu Hause. Ich war noch ein Kind, also war ich ziemlich einsam. Aber wenn ich die Idols im Fernsehen betrachtete und ihre wunderbaren Leben, dann lenkte mich das von meiner Einsamkeit ab. Sie konnten singen und sie konnten tanzen und sie waren hübsch wie Prinzessinnen. Aber vor allem war es, wie sie lächelten. Wenn ich ihr Lächeln sah, war meine
Einsamkeit wie löste sich meine Einsamkeit wie Rauchschwaden auf. Ich möchte eines Tages so sein wie diese Idols und in der Lage sein, die Herzen aller zu erwärmen. Das ist es, was ich dachte. Das ist unglaublich, Maizuno. Du hast deinen Kindheitstraum erreicht. Es ist wirklich unglaublich. Ich habe getan, was nötig war, um meinen Traum zu erfüllen. Selbst ein paar böse Dinge. Ich habe wirklich alles getan. Hä? Ich glaube, dass wenn du deinen Traum verfolgst, dann kannst du ihn definitiv wahr werden lassen. Aber um das zu schaffen, musst du immer träumen. Selbst wenn es ein böser Traum ist. Egal, ob du wach bist oder ob du schläfst. Um deine Träume wahr werden zu lassen, musst du immer träumen. In ihrer Welt, wenn du Schwäche zeigst, wenn auch nur ein wenig, dann wirst du zurückgelassen. Du musst schwimmen, so sehr du kannst, und hast keine Chance, nach Luft zu holen. Es ist wirklich so eine Art von Welt. Das hört sich hart an. Dann macht es dir keinen Spaß? Nein, das ist es nicht. Ich habe Spaß, eine Menge. Aber das ist der Grund, warum ich Angst habe. Was? Momentan ist jeder Tag einfach so viel Spaß. Es macht mir so einen Spaß, mit jedem Einzelnen aus meiner Gruppe zusammenzuarbeiten. Wir sind alle beste Freunde, gute Rivalen. Sie sind meine geliebten Freundinnen. Wir waren immer zusammen. Wenn ich sie nicht hätte, hätte ich meinen Traum vermutlich schon aufgegeben. Wir haben unsere Träume gemeinsam verfolgt, haben gemeinsam Arbeit gefunden. Ich bin jetzt wirklich glücklich. Aber das ist auch der Grund, warum ich manchmal Angst habe. Was wird geschehen, wenn die Welt kein Interesse mehr an uns hat? Ich werde meinen Traum verlieren, meinen Sitz im Paradies. Wir werden alle getrennte Wege gehen. Maizuno, zittert sie? Sie hat Angst. Sie hat Angst davor, ihren ultimativen Traum zu verlieren, für den sie so hart gearbeitet hat. Das ist auch der Grund, warum ich mich entschlossen habe, mich an der Kibugamine Academy einzuschreiben. Hä? Was meinst du damit? Weil, wenn man hier seinen Abschluss macht, dann ist der Erfolg im Leben garantiert, richtig? Wenn ich das tun könnte, wenn ich für immer mit meinen geliebten Freundinnen zusammenarbeiten kann. Das ist es, was ich dachte. Das ist es, was ich dachte, aber stattdessen bin ich an diesem Ort gefangen. Dieser Ort, und ich komme nicht heraus. Aber meine Freundinnen, sie warten. Ich bin mir sicher, dass sie warten. Und während ich hier bin, werden sie mich vergessen. Wir werden nach und nach verschwinden. Und trotz allem. Maizuno. Ich habe keine Zeit dafür. Zum ersten Mal hörte ich Maizuno schreien. Ihren Emotionen freien Lauf lassen. Ihr Ärger. Aber sie hatte vermutlich allen Recht dazu, sauer zu sein. Schließlich war der Traum, für den sie so sehr gearbeitet hatte, langsam dabei, ihr zu entgleiten, während sie hier gefangen war. Nein, kämpfen, das passt nicht. Ich kann gar nicht wissen, wie hart es gewesen sein muss. Ah, es tut mir leid, dass ich mich bei dir beschwere wegen etwas, an dem du gar nichts ändern kannst. Ist dir das unangenehm? Nein, gar nicht. Es tut mir leid. Hey, Maizuno? Bist du zufällig hungrig? Bevor wir zu unseren Zimmern zurückkehren, würdest du gern etwas in der Cafeteria zu essen holen? In diesem Fall, wieso mache ich dir nicht etwas? Du hättest wohl niemals erraten, dass ich eine gute Köchin bin. Oh, wirklich? Was ist denn deine Spezialität? Chiliöl. Ein Gewürz? Sorry, das war echt ein schlechter Scherz, aber der war irgendwie gut. So ein Scherz. Maizuno lachte. Diese Eruption an Emotionen war aus ihrem Gesicht verschwunden und sie war wieder ihr übliches, lustiges Selbst. Ich frage mich, wieso? Ihr Gesichtsausdruck war wie eine Maske, die sie trug, wenn sie in der Öffentlichkeit war. Ja, stille Wasser sind tief, wie man so schön sagt, ne?
Danach aßen Maisono und ich in der Cafeteria und kehrten zu unseren Zimmern zurück. Tada, da ist es ja. Ein vergoldetes Trainingsschwert für einen simplen Raum. Das ist nichts Außergewöhnliches. Doch. Das passt absolut nicht hier rein, sagt er. Es ist noch ein bisschen Zeit übrig. Ich habe nicht wirklich Lust, hier herumzuhängen, also sollte ich irgendeinen Ort finden, zu dem ich gehen kann. Jetzt beginnt die Freizeit. Das müssen wir eigentlich nicht erklärt bekommen. Das kann ich euch gleich zeigen. Im Grunde besteht das einfach daraus, dass wir uns jetzt überall endlich mal umschauen können. Hier drin haben wir ja schon alles untersucht und was uns wirklich interessiert, sind eigentlich diese kleinen Münzen. Die wollen wir finden. Wir können hier zwar jetzt, wenn wir wollen, 100 Jahre uns alle Sachen angucken. Ich glaube, die Türen bringen sowieso nichts. Ich glaube, wir müssen in den Räumen uns die Sachen anschauen. Wenn ich mich nicht täusche, das ist Enoshimas Schlafzimmer. Ja, hier können wir überall drücken, aber ich glaube, das bringt nichts. Ach so, wir können sogar klingeln bei Fukawa. Oh. Was? Was willst du? Ah, wieso muss mir das geschehen? Ich habe doch nichts falsch getan. Und wieder weg. Okay. Ich glaube, die sind sonst alle unterwegs. Nur sie bleibt meistens in ihrem Raum, glaube ich. So, schauen wir mal. Weil wir wollen auf jeden Fall uns einmal umschauen, damit wir uns so ein bisschen orientieren können. Das hier ist, glaube ich, der Müllraum. Schließlich werden, glaube ich, auch alle Räume wichtig sein mit der Zeit. Überall geschehen hier Dinge. Okay, da ist eine... Jetzt kommt mir doch nur das spanische Wort. Das gibt's doch nicht. Mein Gehirn ist langsam schon... Hat total viele Verbindungen, Querverbindungen zwischen den Sprachen. Ich drehe total am Rad. Jedenfalls ist da so eine Gardine, Palsiana-Dings da im Weg. Also komme ich da nicht rein. Hier unten ist noch was. Da ist eine Tür im Boden. Geht nicht auf. Sieht aus, als wäre sie verschlossen. Haha! Cha-ching! Cha-da-da-ching-ching-ching! Ich glaube, sonst ist hier nichts, ha? Huh? Okay, also hier ist der Müllraum. Dann haben wir also die Ecke mit den Schlafzimmern fertig, wo wir auch nichts großartig mehr finden können. Wir kommen in die anderen Zimmer, glaube ich, alle nicht rein. Wir können auf die Jungstoilette gehen. Da ist ein Spiegel. Nein, oh, das ist ein kleines Aquarium mit kleinen Fischen, die darin herumschwimmen. Cha-ching! Oh, geil. Ich freue mich schon, euch das gleich zu zeigen mit den Münzen. Oh, okay. Das war's? Ach, das war's. Na gut. Dann haben wir uns nur die Münze hier rausgeholt. Können wir auch auf die Mädchentoilette? Das ist die Mädchentoilette. Da gehe ich auf keinen Fall rein. Sehr brav. Sehr, sehr brav. Hier? Oh, ah, Kirigiri ist da. Hier kommen wir, wie schon gesagt, noch nicht vorbei. Hier komme ich so natürlich nicht hoch, wenn das im Weg ist. Dann ist irgendwie der Sinn und Zweck von einer Treppe widersprochen worden. Ja, das stimmt. Und hier kommen wir scheinbar auch nicht rein. Geht nicht auf. Sieht aus, als wäre es versperrt. Ja, total. Hallo, Kirigiri. Nate. Wieso geschieht all dies an der Kibogamine Academy? Das ist seltsam. Ich glaube, sie ist die Einzige hier, die schlau ist. So. Und wir selber natürlich. Da bin ich mir sicher, dass wir ganz, ganz viele sehr schwierige Rätsel lösen werden. Hallo. Dosio. Ich habe irgendwie Angst. Ist das ganze Zeug, dass wir hier drin gefangen sind, wirklich wahr? Definitiv. Wir kommen hier nie wieder raus. Was ist das? Oh, hier wurde ein Badeanzug aufgehangen. Ich frage mich, von wem der ist. Ich kann mir das schon vorstellen. Der ist bestimmt von, wie heißt sie? Asahina, glaube ich, ne? Sekunde mal, ich guck mal kurz. Doch, das da hinten. Ach, das ist der Bildschirm. Das ist einer dieser Bildschirme, den Monokuma benutzt. Momentan zeigt es nur die Schulinsignie. Wenn ich mir vorstelle, wie Monokuma schon wieder auf einem von denen erscheint. Ugh. Das ist wirklich gruselig. Habe ich mir doch gedacht. Die Maschine können wir uns auch anschauen. Eine Verkaufsmaschine. Sich bedienen, während man hier die Wäsche macht, hm? Ja, ist schon praktisch, finde ich. Hier scheint eine Zeitschrift zu sein.
Hier sind Zeitschriften. Eine Möglichkeit, Zeit rumzukriegen, während man die Wäsche macht. Und jede Menge Waschmaschinen. Es ist eine Waschmaschine. Das macht Sinn, denn das hier ist der Wäscheraum. Jetzt können wir uns tatsächlich jede einzelne Waschmaschine angucken, aber das müssen wir uns ja nicht jedes Mal durchlesen. Wir sind eigentlich nur scharf auf die Münzen. Auch das ist eine Washing Machine. Und eine Washing Machine und eine Münze. Super. Was haben wir hier noch? Und noch eine. Ach, also ich weiß nicht, aber bei Waschmaschinen muss ich ja immer direkt dran denken, wie da so ein schöner abgetrennter Kopf drin gewaschen wird. Ich glaube, das ist hauptsächlich wegen Identität. Ich glaube, da kommt das vor. Eine Sicherheitskamera. Ich erschaudere bei dem Gedanken, von den Dingern beobachtet zu werden. Die Regeln besagen, dass es uns nicht erlaubt ist, sie zu zerstören. Das ist irritierend, aber es gibt nichts, was wir tun können. Na gut. Kommen wir schon ins Bad oder war das... Ah, nee, das ist noch versperrt. Okay. Da kommen wir nicht rein. Guten Tag. Was ist los, Holmes? Hifumi Yamada ist in the house. Okay, das war's auch schon. Okay. Was hat sie denn noch so zu erzählen? Weißt du, es ist wie ein richtig schlechter Scherz, hier drin eingeschlossen zu sein. Oh. Was müssen wir wohl tun, um hier rauszukommen? Ja, das ist das Schlimmste daran. So, wir gucken hier nochmal. Ich glaube, dann müssen wir die Folge auch erstmal beenden. Dann zeige ich euch aber noch die Maschine, in die wir die Münzen schmeißen können. Huhu. Ah, Celeste. Hallöchen. Alle tun ihr Bestes, einen Weg hinauszufinden. Bitte sucht doch alle weiter. Ich habe kein Interesse daran zu helfen. Huiuiui, die ist echt ganz schön eingebildet, ne? Aber so ist sie halt. Ah, eine Sicherheitskamera. Okay, den Text kennen wir schon. Aber wir haben eine Münze gekriegt. Sehr gut. Was haben wir hier? Was ist los mit diesem Bildschirm? Welche Firma macht die überhaupt? Monokuma Co. steht da auf der Seite. Oh Mann. Er macht sogar die Details sehr genau. Oder, wie kann man das anders übersetzen? Die Uhrzeit verrät mir vielleicht die Zeit. Aber wenn ich nicht in der Lage bin, das Äußere zu sehen, ist es unmöglich zu wissen, ob sie die Wahrheit sagt. Oh, das stimmt. Verdammt. Das ist ja fies. So, jetzt gucken wir uns noch das hier an. Und dann zeige ich euch noch die Maschine und dann... Oh mein Gott. Wenn hier mal nicht viel zu untersuchen ist. Huch. Oh, nee, hier ist nicht viel zu untersuchen, aber hier sind Messer. Das ist schon mal eine ganz schlechte Idee. Küchenmesser. In allen Größen und Formen. Braucht man wirklich so viele verschiedene Messer, um zu kochen? Nee, aber um zu töten. genau wie lange müssen wir unter dem wachsamen Auge von Big Brother Beer leben? Das war wieder ein bisschen ein Wortspiel. Ist hier hinten noch irgendwas? Echt nichts? Was sagen die beiden denn? Der Ausgang. Wo ist er versteckt? Was müssen wir tun, um aus diesem Käfig auszubrechen? Ist das da noch? Aha, vielleicht gibt es da eine Münze noch. Wir sind verhungert nach Informationen der Außenwelt. Wenn wir doch nur diesen Fernseher benutzen könnten. Schade. Hey, 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 hast du einen Weg hinausgefunden? Hier ist nichts. Ich habe nichts gefunden. Ach, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Ich mag sie irgendwie. Sie ist mir schon sympathisch. Ich hoffe, sie überlebt. Ich hoffe von allen, dass sie überleben. Obwohl es schon so Charaktere gibt, wo man denkt, naja, zu denen man einfach jetzt noch nicht so eine Bindung aufgebaut hat. So. Dann benutzen wir mal das Maschinchen. Und ihr sagt mir bitte, ob ihr wirklich bei allem dabei sein wollt, bei den Untersuchungen der Räume mit den Details. Ich glaube, so viele sind es jetzt auch gar nicht mehr. Aber halt noch ein paar, ne? Wo wir noch untersuchen müssen, ob wir Münzen finden. So, das hier ist nämlich der Laden. Und da können wir gleich diese Maschine hier benutzen. Wir gucken uns noch kurz das hier an. Das ist der Schulladen.
Aber das ist wie eine seltsame Mischung aus Osten trifft Westen. Weniger wie ein Schulshop als mehr so ein, ja, naja, China-Laden würde ich das nennen. Bei uns in der Stadt heißen die China-Läden, die so ganz viel verschiedenen Krams haben. So, das hier noch. Das ist einer dieser... Okay, das kennen wir schon. Und hier drüben ist noch eine Maschine. Okay, na gut. Okay, sonst ist nichts mehr. Aber das hier benutzen wir. Haha, sehr cool. Was ist das? Ah, könnte es sein, dass eins von diesen Dingern ist, wo man an dem Hebel zieht und dann kommt ein Preis hinaus? Ja, auf jeden Fall. Alles klar, probieren wir es mal aus. So, wir haben jetzt 10 Münzen. Beim ersten Mal reicht es, wenn wir eine Münze reinschmeißen, da haben wir eine, ja, Nietenrate, sag ich mal. Eine Nietenrate von 0%. Das heißt, mit einer Medaille kriegen wir definitiv schon ein Geschenk. Yay! Ich weiß nicht, was es ist. Das müssen wir danach im Menü angucken. So, ich würde sagen, wir schmeißen auch jetzt erstmal noch ein paar Mal nur eine rein. Eine Blume! Yay! So. Ich glaube, bis 10% können wir gehen. Oh, eine Haarklammer. Voll geil. Ich wünschte, sowas gäbe es in echt. Also, das gibt es in echt, aber mit coolen Sachen drin. Was ist das? Ist das eine Peitsche gewesen? Das sah ja komisch aus. Oh, könnte ein Badeanzug sein. Die sind nämlich alles Geschenke, die wir den anderen Schülern machen können, um unsere Bindung zu ihnen zu erhöhen. Dadurch kriegen wir nämlich Vorteile dann während der späteren... Eine Kassette? Während der späteren... Trials. Okay, ich glaube, wir ziehen das jetzt durch, dass wir immer nur eine Medaille reintun. Und? Oh! Ich weiß nicht, was es ist. So, und unsere letzte erstmal. Oh, voll niedlich. So, das war's erstmal. Mehr haben wir leider nicht. Ich sollte jetzt wohl gehen. Okay, jetzt können wir uns ja mal... Oh, nee, das war jetzt falsch. Hier, Geschenke, genau. Jetzt können wir mal gucken. Ah, Kitty Barrett. Ein süßes Barrett, also so eine Klammer mit einer Kitty drauf. Da können wir uns das noch näher anschauen. Das könnte einem Mädchen gefallen. Dann haben wir Forehead Glasses. Wenn man einen bestimmten Zauber aufsagt, während man die trägt, kann man mit gewissen Objekten reden. Hm, wem gefällt sowas? Vielleicht dem Otaku? Ich weiß es nicht. A Fresh Zarashi. Aha, das trägt man so eine Bandage unter dem... Ah! Ja, das könnte natürlich gut sein für die Kämpferin, ne? Ja, bestimmt gefällt ihr das. Was haben wir noch? Ah, das sieht doch nach einem Badeanzug aus. Tatsächlich. Ja, ein Swimsuit. Na, das ist doch perfekt für Asahina. Und die Super Squishy Princess Figure. Ah, das ist aus einer Anime-Serie. Aus Heretical Angel Super Squishy Princess. Na, das gefällt dann natürlich wirklich dem Otaku gut. Was haben wir noch? Unlimited Dandelion Works. Eine Spielzeug-Dandelion. Wie heißt denn das auf Deutsch? Diese Pusteblumen, genau. Okay, man kann die immer wieder wegpusten und sie kommen zurück, weil sie mit Fäden befestigt sind. Ich weiß nicht, wem das gefallen soll. Oh, krass. Das ist tatsächlich Vorhin habe ich es doch noch gesagt. Eine Peitsche, genau. Hm, wem gefällt eine Peitsche? Und selbstzerstörende Kassette. Etwas aufnehmen. Übergeben das Aufgenommene. Sie spielen die Kassette ab. Kaboom! Das ist ziemlich gemein. The Secret to Omoplata. Ah, wie man eine Kampfsportart, nämlich Jiu-Jitsu, meistert. Das könnte dann natürlich auch für die Kämpferin sein. Und Vibrating Kokeshi ist eine Puppe, die vibriert. Weiß ich nicht. Und das hier ist der Insignia-Pin, den können wir nicht verschenken. Okay, das ist ja spannend. Also, dann würde ich sagen, könnten wir ja mal damit anfangen, dass wir Aoi Asahina hier den Badeanzug geben. Da werden wir bestimmt was Gutes für kriegen.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann untersuchen wir entweder noch ein bisschen. Ihr könnt ja mal sagen, wollt ihr, dass wir wirklich die Räume zusammen untersuchen und diese Münzen sammeln? Oder soll ich die Münzen alleine sammeln und wir ziehen hier nur gemeinsam an der Maschine die Geschenke, wie ihr lieber wollt? Dann werden wir wahrscheinlich ein bisschen das Freetime noch ausnutzen, um die Leute besser kennenzulernen. Und dann könnte es sein, dass es demnächst schon den ersten Mord gibt. Mal schauen. Na gut, meine Lieben, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Danganronpa wieder. Dann bis dann. Ciao, ciao.